Hallo meine Lieben, ja, ich habe mal wieder ein Video für euch und zwar ein neues Tauschalbum für die liebe Melanie. Sie hat in Facebook einen Aufruf gemacht für ein Goodie-Album und da habe ich mich gemeldet. Habe ihr dieses jetzt fertig gemacht und das möchte ich euch heute mal zeigen. Sie hat kein Facebook, kein YouTube-Kanal. Deshalb werde ich dieses Video dann bei mir auf meinem Kanal hochladen, dass ihr das alle sehen könnt. Ja, das wäre dann die erste Seite. Da habe ich dann hier mit so, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Mit einer Bordüre gearbeitet, so Spitzenband habe ich mir mit einem Faden zusammengereiht, habe das zusammengezogen und dann hier drunter mit 3D-Pads festgemacht und mit Heißkleber. Dann hatte ich mir hier den kleinen Bilderrahmen ausgesucht, diese Ecken und die Röschen. Die habe ich aus ganz einfachen Blüten gemacht und die kleinen Röschen mit Heißkleber noch, ups, draufgeklebt. Und diese dicke, fette Fledermaus. Mal sehen, ob man die gut erkennen kann. Ganz nett. Kann es nicht richtig sehen, weil die so schwarz ist. Ich denke mal, man kann es erkennen. Ja, das wäre so die erste Seite. Dann habe ich hier noch so ein Doldi drunter gemacht und dann hier noch mal so ein Bild. Jetzt komm mal. Ja, weil meine Kamera, die steht irgendwie ein bisschen blöd. Aber naja, es wird gehen. So, dann schauen wir uns das Innenleben des Albums an. Ach so, und dann habe ich hier mit so Binderinge. Die Idee stammt von der Crazy Bastelstube. Die habe ich mir von ihr abgeguckt und habe sie mit in dieses Album eingebaut, weil mir das sehr gut gefallen hat. Ja, und so sieht das Innenleben aus. Hier habe ich mit Organza-Stoff gearbeitet, mit dem Stanzer, habe mir so Bordüren ausgestanzt aus Karton, habe die dann links und rechts draufgeklebt. Hier habe ich so Stanzteile benutzt. Nochmal Doldis untergelegt. Ein Bild. Ja, und hier noch mal so ein Stanzteil dann drüber geklebt. Hier wieder mit Doldis gearbeitet. Oder Doilies, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Hier noch mal Stanzteile mit Stempelabdrücken und mit kleinen ja, so kann man jetzt sagen, Sticker, so 3D-Bilder. Die habe ich abgestempelt. Die habe ich gestempelt. Dann habe ich hier so ein Stanzteil mit so einem kleinen Baum draufgeklebt. Dann habe ich diese wieder mit Bordüren-Stanzer bearbeitet. Dann habe ich hier so eine kleine Fledermaus draufgeklebt. Das habe ich auch gestempelt, diesen Totenkopf. Hier wieder so eine kleine Bordüre hingemacht. Dann so eine Rosette mit so einer dicken, fetten Spinne. Hier habe ich wieder gestempelt. Da ist auch so ein kleiner Geist, den ich aufgestempelt habe. Ja, hier habe ich mit Swirls gearbeitet. Wieder mit so kleinen 3D-Pads, Bilder. Spinnen aufgestempelt, diese alle aufgestempelt, die ganzen Bilder. Dann habe ich auch diese aufgestempelt, die habe ich dann mal so doppelt in so 3D-Art gearbeitet. Hier wieder eine Bordüre gestanzt.
Dann hier die ganzen Flaschen ausgeschnitten, so in 3D aufgeklebt. Diesen ausgeschnitten und aufgeklebt. Hier wieder mit Zwirls. Hier wieder gestempelt. Ja, dann kommen wir zu meinem Spinner. Den habe ich auch vorne erst gestempelt. So mit Fledermäusen und Spinne und innen drin ist er auch gestempelt. Kann man es hoffentlich gut erkennen. Ich kann es nicht, weil der Rollladen und ist, ich sehe kaum was. So, dann habe ich das wieder mit Doilies unterlegt und wieder mit Karton und ausgestanzt, links und rechts, so eine Bordüre gemacht. Dann haben wir dieses Element, das kann man dann aufklappen, habe ich zugemacht, sieht dann so aus. Das macht man dann so auf und dann sieht das so aus. Ja, ist ein bisschen blöd, aber es geht, kann man gut erkennen, ne? Dann klappt man das dann so wieder zu. Das habe ich extra. Das erste, was ich gemacht habe, das hatte ich mit dem Magnet. Ich finde hier diese Variante finde ich besser, weil ich hatte gedacht, dass der Magnet doch irgendwann nicht mehr so gut hält. Na, das will es nicht zugehen. Ja, und ich hoffe, dass sie sich über das Album freut, die liebe Melanie. Dann hier diese Seite auch nochmal mit Bordürenstanzer gearbeitet. Hier habe ich die Ecken so abgerundet. Den Baum habe ich gestempelt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der letzten Seite. Auch nochmal mit Bordürenstanzer gearbeitet, wieder mit dem Organza-Stoff. Und dann hier wieder alles gestempelt. Das ist das Album, meine Lieben. Dann habe ich ihr noch so ein paar Goodies. Habe ihr noch eine Karte dazu gemacht. Kann ich euch auch mal zeigen. Ich mache ja immer die Karten so, dass man den Brief so reinlegt und die Karte dann weiterverwenden kann. Habe ich auch mit meinen Halloween-Stempeln abgestempelt. Ja, dann habe ich ihr so ein paar Goodies zusammengesucht. Das sind aber noch nicht alle. Da kommen noch ein paar Halloween-Papiere dazu. Das sind dann hier so ein paar Blätter, so Eulen. Habe ich dann auch mit so Halloween. Hier so ein paar Holzteile, Kürbis und Eule und Blatt. Kann man immer gebrauchen. Dann so ein paar Klemmerchen in verschiedenen Farben. Hier so Blüten, so Organza-Blüten oder Spitzenblüten, wie man sie auch immer nennt. Kann man auch immer gebrauchen. Dann hier die Raindrops, die tue ich gern benutzen zum Basteln. Dann hier so ein paar Geister. Diese liebe ich. Die sind immer so, so schön. Also die mag ich sehr gerne. Ja, dann habe ich hier so Konfetti zusammengestellt, verschieden. Und hier diese Fledermäuse noch. Ja, und dann möchte ich noch ein paar Halloween-Papiere dazu machen. Ja, und ich hoffe, dass ihr das Album gefällt und dass ihr sich auch über mein Video freut. Ich möchte euch das noch mal kurz zeigen. Was ist denn die Fledermaus?
Eigentlich muss man es so zeigen. Naja, ich werde sehen, was gut sehen kann. Ja, das war das Album, meine Lieben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und das sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss.